so traurige Zitate zum Nachdenken, vielleicht so ein bisschen für die Motivation, für den einen oder anderen, der vielleicht gerade so eine Downphase hat und sowas gebrauchen könnte. Okay, Chat sagt überwiegend ja dann. Okay, dann reagieren wir auf traurige Zitate zum Nachdenken. Ach, Hashtag 19, ich glaube, die machen nur sowas. Okay. Also schreibt jetzt alle nein, Digga, davor habt ihr alle ja gesagt. Was denn jetzt, Alter? Lass doch kurz gucken, 5 Minuten, ne? Hör zu, dann. Fass mich nicht an. Komm schon. Nimm deine Finger weg, alter Mann! Schwing deinen kranken Arsch hier raus! Zieh Leine! Machst ja Familie, dabei hast du meine echte Familie getötet! Boah, ihr wisst, ne, das war ja dieser Boxkampf da. Apollo hieß oder wie hieß der? Ihr wisst, der Junge, der da so redet, sein Vater wurde ja im Ring getötet von hier Rocky, ne? Ah, Creed, genau, Creed. Ich werde nicht gehen, bevor ich dir nicht gesagt habe, was ich denke. Entweder du hasst mich und es ist so, oder vielleicht bist du auf jemand anderen sauer, der gerade nicht hier ist und sich nicht verteidigen kann. Weißt du, ich verstehe, was du durchmachst, mein Junge. Ich habe das hinter mir. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich verlassen fühlt, wenn man wütend ist und so. Und du bist ein guter Mensch. Verzeihung. Du änderst daran sowieso nichts mehr. Das macht dich sonst total fertig. Diese Rocky-Zitate sind einfach nur Legende, ja. Ich schwör's dir. Du stehst immer noch in seinem Schatten. Du musst da raus, Donny. Hau ab, Mann. Boah, Bruder, das war eine falsche Idee. Doch sowas zu reagieren, ich weine gleich selber dir. Für dich ist das alles nur ein Witz, nicht wahr? Boah, auch Legende, Digga. Oh mein Gott, Legende. Was denn, denkst du, ich bin nicht sauer? Hä? Ich lieg hier im Krankenhaus flach und wäre um Haaresbreite gelähmt gewesen. Denkst du nicht, ich würde gerne aufstehen und mir diesen Karl schlagen? Das wird nie wieder passieren, mir jedenfalls nicht. Carlton, Carlton, ich verstehe, dass du Angst hast, Mann. Aber die Welt ist nun mal beängstigend. Du musst einfach lernen, damit umzugehen, okay? Na! Einfach beste Serie, ja. Wer kennt die Serie Prince of Bel-Air? Hä? Killer, ich schwöre. Ich weiß auch schon wie. Das bist du nicht. Das sind die. Ich hab dir das Leben gerettet. Ich hab dir das Leben gerettet. Du bist mir was schuldig. Und jetzt gib mir die Kanone, Carlton. Oh. Mit dieser Hintergrundmelodie nochmal ganz anderes Feeling, ja. Na schön. Hier dreht sich wohl alles ums Selbstakzeptieren. Boah, einer der heftigsten Schauspieler von Breaking Bad, Digga. Oh mein Gott. Sich selber die Hölle heiß machen bringt jedenfalls nicht das Geringste. Dann sollte ich also damit aufhören zu urteilen und alles akzeptieren? Das wäre ein Anfang. Also ganz egal, was ich mache. Ein Hurra auf mich, denn ich bin ja so voll okay. Und alles ist gut. Egal, wie viele Hunde ich töte, ich muss das nur irgendwie abspeichern und akzeptieren. Seien wir ehrlich, war schon mal jemand von euch in so einer Selbsthilfegruppe? Hm? Du hast beim Rückwärtsfahren deine Tochter getötet und das akzeptierst du einfach? Was ist denn das für ein Haufen Scheiße? Hey, Jesse, ich weiß, dass du ziemlich leidest. Weißt du was? Aus welchem Grund ich vor allem hier bin? Eigentlich will ich euch Meth verkaufen. Ihr seid für mich nichts anderes als Kunden. Kranke Serie war das, Breaking Bad, ja? Ich schwör's euch. Der und wie hieß der? Walter White? Hieß der so? Hieß der, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas mit W. Die beiden haben ja hier ohne Ende Meth gekocht, gemacht, keine Ahnung. Und dann verkauft. Auch die heftigste Serie, die und Prison Break.
Walter, ja, ja, Walter, Walter, genau. Hey. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Okay. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Will Smith war auch einfach einer der heftigsten, ich schwör's dir. Und das ist einfach auch sein, wirklich sein Sohn, ne? Dieser Jaden? Jaden? Hieß der Jaden? Jaden Smith oder so, ne? An die, die es vielleicht nicht wussten. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Jetzt kommen diese russischen Vibes wieder. Ja, und am Ende bist du der, der allein am Tisch sitzt. Oh, ja.